das Kind eines anderen großzuziehen. Dieses Baby ist dein Kind und deine Verantwortung. Und es hat bereits einen Vater, Hagen. Alles okay bei dir? Ja. Hast du noch Schmerzen? Ja, danke. Also, wir dachten, wir bringen dich vielleicht besser ins Krankenhaus. Nur zur Sicherheit. Ach, das ist sehr lieb von euch, aber das kriege ich auch alleine. Besten bestellt ihr mir einfach ein Taxi und dann... Quatsch, wir bringen dich hin. Ich meinte es vorhin ernst, was ich gesagt habe. Wenn sowas passiert, dann sind Freunde füreinander da. Egal, was vorher war. Arno hat einfach das Schloss geknackt. Er war ja vom Bau und hat uns sein Boot gekapert. Dann waren wir den ganzen Nachmittag auf dem See. Das ist eine der letzten schönen Erinnerungen mit ihm. Bis uns dann der Bootsverleiher erwischt hat. Und wie seid ihr aus der Nummer wieder rausgekommen? Arno war so ein Schauspieler. Das war fast ein bisschen gruselig. Er hat einen Alzheimer-Schub markiert und der arme Mann war so eingeschüchtert, der hätte uns beinahe ein Taxi bestellt. Das ist echt schade, dass ich ihn nicht mehr kennengelernt habe. Ja, ihr beide, ihr hättet euch sehr gut verstanden. Bella, was hat dich denn überhaupt bewogen, jetzt doch länger in Düsseldorf zu bleiben? Ja, ich wollte schon eigentlich gleich wieder nach Tübingen zurück, als ich gehört habe, dass meine leibliche Mutter tot ist. Aber naja, ich habe jetzt einen Bruder und ich habe dich. Und es ist einfach schön, dass ich euch gefunden habe. Ja, das geht mir genauso. Und die Tatsache, dass meine Eltern mich wirklich mein ganzes Leben lang angelogen haben. Sie haben ja nie erzählt, dass ich adoptiert bin. Ja, ich weiß, sie hatten ihre Gründe, aber ich krieg das einfach alles noch nicht so richtig sortiert. Und hier ist alles so leicht. Ein Neuanfang, weißt du? Keine Lügen, keine alten Geschichten. Das ist gut. Ja, das verstehe ich. Ich hol uns mal noch ein paar Eiswürfel, ja? Ach, Bella, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich muss zu einem Kongress, zu einem Gastro-Kongress in Hamburg. Und ich muss auch noch packen. Weißt du was? Du kennst dich ja mittlerweile gut aus. Vergiss nicht deinen Schlüssel und fühl dich einfach wie zu Hause. Ja? Ja, aber... Und die wiederum passen einfach perfekt zu meinem türkisfarbenen Kleid. Weißt du, das mit diesem langen Rückenausschnitt? Sag mal, Marlene. Wann habe ich eigentlich zuletzt so getan, als würde ich mich dafür interessieren, was du dir für Schuhe kaufst? Was mich viel mehr interessiert, ist, wem du da vorhin Bespätersüße ins Ohr gesäuselt hast. War das zufällig Rebecca? Quatsch, wie kommst du auf sowas? Das war Kim. Die will mich in der Mittagspause treffen. Ah, ja. Ja, und wenn ich nicht in die Hupe komme, dann komme ich zu spät. Ich hoffe, die Unterlagen sind fertig. Nein, und das wird doch noch eine Weile dauern. Wenn du sie schneller erledigt haben willst, dann musst du es selber machen. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Wir sehen uns zu Hause. Bis später. Kann ich zahlen, bitte? Es ist bestimmt alles in Ordnung. Braucht ihr mich noch? Sonst würde ich schon mal ein paar Sachen zusammenpacken. Für das Sponsorentreffen in München. Bleib doch bitte noch. Es dauert bestimmt nicht so lange. Ach, also von mir aus könnt ihr auch gerne zusammengehen. Das ist echt kein Problem. Quatsch. Wir bleiben. Jessie. Hi. Du hast es eben also gesagt. Ich habe solche Bauchschmerzen. Hast du dich körperlich überanstrengt oder ist was passiert? Daniel ist weg. Wie weg? Weg halt. Nach Afrika zu dieser Hilfsorganisation. Das geht doch nicht, er kann doch nicht einfach... Kannst du mich bitte einfach untersuchen? Ja, natürlich. Ich lasse sofort unseren Gynäkologen rufen. Die beiden wissen also immer noch nicht, dass Hagen der Vater ist. Nein, das wird auch so bleiben.
Bist du dir sicher, dass wir allein sind? Hallo, jemand zu Hause? Siehst du, wir sind völlig ungestört. Willst du mir vielleicht sagen, was mit Tristan war? Nein. Wir haben genau eine Stunde. Und die will ich ganz mit dir allein verbringen. Deinem Baby geht es soweit gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Ricky, weißt du, was ich falsch gemacht habe? Ich meine, ich dachte, wir lieben uns und ich habe mich genau an seine Bedingungen gehalten. Ich habe sogar meine Freunde angelogen. Und warum haut er denn ab? Daniel hatte einfach Angst, dass er das Baby nie als seins akzeptieren kann. Ja, das konntest du doch auch bei Timo. Du hast deine Frau eben geliebt. Daniel liebt dich auch, aber... Nicht genug. Wirst du Dana und Hagen die Wahrheit sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigung, ich bräuchte noch ein paar Daten aus dem Mutterpass von Frau Stiel. Die wird gerade untersucht. Ich hatte noch nie solche Freunde. Und wenn die mich dann alle fallen lassen, dann bin ich ganz allein. Meine Tasche. Wo ist meine Tasche? Moment. Oh, hier ist er. Danke. Was ist das? Das ist der Abschiedsbrief von Daniel. Was fällt dir ein, Daniels Brief zu lesen? Ich habe ihn nicht gelesen. Die Schwester kam gerade und wollte den Mutterpass haben und da ist der Brief mir. Naja. Wie geht's dem Baby? Ist alles in Ordnung. Entschuldigung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Lust auf ein paar Kalorien. Ich muss jetzt wirklich packen. Dann. Du kommst aber mit, oder? So. Wann geht's eigentlich los bei Brandnerbau? In 2 Tagen. Ich wollte mir gleich noch neue Arbeitsklamotten kaufen. Bella, Jakob und Andy Fritscher als neues Dreamteam. Wer hätte das am Anfang geglaubt? Mit Charlie läuft alles gut? Mhm. Ich glaube, sie findet das nur so mitteltoll, dass ich bei ihr wohne. Kommst du darauf? Ja, danke. Nur so ein Gefühl. Hey. Sie hat jahrelang mit Arno zusammen gewohnt. Das ist doch klar, dass sie sich da erstmal umgewöhnen muss. Ja, das dachte ich ja auch. Ich habe sie auch quasi mit meiner Bitte überfallen. Aber? Plötzlich schmeißt sie ein paar Sachen übereinander und stürzt einfach Hals über Kopf aus der Wohnung. Irgend so ein Gastro-Kongress in Hamburg, den sie angeblich vergessen hat. Glaubst du, das ist nur eine Ausrede? Ausrede wofür? Dafür, dass sie nicht mit mir zusammenwohnen will. Hat sie denn gesagt, dass sie die Entscheidung auf später vertagt? Nein, sie hat mir den Wohnungsschlüssel dagelassen und gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Ja, dann ist doch alles okay. Bella, glaubst du ernsthaft, Charlie würde eher aus ihrer eigenen Wohnung fliehen, anstatt zu sagen, dass sie nicht will, dass du einziehst? Bella hat mir erzählt, wie sehr es sie belastet, dass ihre Adoptiveltern sie ihr ganzes Leben lang angelogen haben. Und jetzt mache ich genau dasselbe. Klingt, als wäre es Zeit für die Wahrheit. Klingt, als wäre es Zeit, nach Neuseeland auszuwandern. Du bist 27 Jahre davon gelaufen. Weißt du, wie viele Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben, sich nach so einer Chance sehnen würden? Was denn für eine Chance? Bella hat mir mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ihrer Mutter, egal wer es ist, niemals verzeihen wird. Und Olli vertraut doch seiner Tante.
der wüsste, dass ich eine Affäre mit seinem Vater hatte. Ach, Olli ist erwachsen, der wird dir verzeihen. Und Bella sieht das bestimmt alles anders, wenn sie weiß, dass du ihre Mutter bist. Woher willst du das wissen? Elisabeth, ich schaff das nicht. Niemand hat behauptet, dass das leicht wird. Aber jedes Mal, wenn du von Bella sprichst, dann kriegst du so einen Glanz in die Augen. Sie wird spüren, wie sehr du sie liebst. Manchmal reicht Liebe eben nicht. Ach, das ist doch Unsinn. Du, deine Tochter, die wohnt jetzt bei dir. Mach rein Tisch, sonst wird jede alltägliche Situation mit ihr zu einer Qual. Wird es nicht. Naja, ich habe ihr gesagt, dass ich zu einem Gastrokongress in Hamburg muss. Jetzt werde ich mich in ein kleines, exquisites Hotel einquartieren. Ein Hotel? Wieso? Wie lange? Naja, bis Bella wieder bei mir auszieht. Das ist verrückt. Weißt du, was verrückt ist? Dass nach 27 Jahren meine eigene Tochter bei mir vor der Tür steht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das kann ich dir sagen. Ja, also, ich weiß, was du denkst. Schade. Was denn schade? Ich muss in die Firma. Eine Stunde ist definitiv zu wenig. Mhm. Vielleicht sollten wir uns demnächst mal krank melden. Dann fühle ich mich aber endgültig wie 15, inklusive Schule schwänzen. Wieso? Es hat doch was. Wieder 15? Obwohl, nur mit Auto und Kreditkarte. Ja. Besser mit dem? Mist. Jetzt sind wir endgültig wieder 15 und müssen zusehen, dass wir uns nicht erwischen lassen. Dann seien Sie noch in einer Stunde im Betrieb. Bin ich wieder da. Nee, am Preis ist nichts mehr zu machen. So eine Ahnung, wo mein Shirt ist? Nee. Für Berufsbekleidung sein. Wissen Sie, wo das ist? Nein. Danke. Oh, Entschuldigung. Charlie? Bella? Was machst du denn hier? Was machst du hier? Du wolltest doch in Hamburg sein. Ja, bin auch auf dem Weg dahin. Ich wollte nur einen Kollegen abholen. Der checkt gerade aus. Dann braucht er sicherlich seinen Zimmerschlüssel dazu. Ja, genau. Du hättest mir auch einfach sagen können, wenn du mich nicht in der Wohnung haben willst. Aber das stimmt doch nicht. Ich, weißt du, es ging nur alles so schnell. Ich hatte gar keine Zeit. Du musst dich nicht erklären. Ich habe dich ja praktisch mit meiner Bitte überfallen. Nein, das hast du nicht. Ich will mich auch nicht aufdrängen. Ich gehe jetzt zurück nach Hause, pack meinen Kram zusammen und ziehe zurück zu Olli in die WG. Ich will dich doch nicht aus deiner eigenen Wohnung vergraulen. Du musst was essen. Ich habe aber keinen Hunger. Lieber was anderes. Suppe. Oder Süßigkeiten. Komm schon, versuch's wenigstens. Ach nee. Wen haben wir denn da? Rate mal, wer mich gerade angerufen hat. Daniel. Das hast du ja toll hingekriegt. Und was hat er gesagt? Was glaubst du denn, was er gesagt hat? Dass ich schuld bin? Ja, was denn sonst? Wie geht's noch? Dein Bruder hat seine schwangere Freundin hier sitzen gelassen. Ja, eben. Und das ist eine Sache, die würde er normalerweise nie machen. Er muss also einen verdammt guten Grund gehabt haben. Und ich will jetzt von dir wissen, was für einen. Keine Ahnung. Er ist einfach weg. Ach, Bullshit. Er ist deinetwegen abgehauen. Er hat gesagt, dass es eine Sache zwischen dir und ihm ist. Und ich will jetzt wissen, was er damit gemeint hat. Ist übel. Ich krieg das sowieso noch raus.